Hallöchen Leute, ihr seht einen neuen Part von The Apartment. Ich bin jetzt leider Gnady und ich habe euch jemanden mitgebracht. Sag hallo. Hallo, Sterbliche. Kommt da gerade deine echte Persönlichkeit raus? Das haben wir ja alle schon gesehen. Ich bin ja damals in diesem Ding gestorben. Ich nenne es einfach mal Ding, deswegen lese ich das jetzt nicht mal alles vor. Was ist das? Das ist wirklich gruselig. Oh, dieses Türgeknackste. Ich kann das nicht ab. Ja, komm her. Schlag mal bitte deine Maus nach rechts oder so. Mir hängt da dieses hässliche Vista-Loading-Zeichen die ganze Zeit in der Fresse. Es tut mir leid. So. Na, verarschen wir das Ding einfach mal. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen in den Kommentaren. Ich soll einfach um den Tisch rumrennen. Ja, okay, mach ich doch. Wenn du möchtest, renne ich den halt einfach mal blöd um den Tisch rum. Vielleicht bringt's was. Aber der sieht auch aus wie so eine Monopoly-Figur. Ah! Das war knapp. Was ist das überhaupt? Na, ein Wesen. Keine Ahnung, sein Kopf hängt schief. Ah, okay. Oh, die Tür klopft, Gott sei Dank. Hallo? Hallo, ich brauche Hilfe. Mir ist ein Nagel abgebrochen. Ihr Leute, die Cutscene werdet ihr hundertprozentig nicht sehen. Da sieht man einfach so ein Mutters Apartment. Ich sehe es halt gerade. Und, hier passiert gerade nichts Spannendes. Und, ihr werdet die einfach auf jeden Fall nicht sehen, weil Straps mag die anscheinend nicht. Was ist das denn? Man sieht aber auch nicht wirklich was Spannendes. Nee, also nicht wirklich, ne? Nee. Nee. Paintfarben, super. Paintfarben, was war eigentlich? Na egal. Neuer Anstrich? Scheint was so. Der Typ ist wohl eine Frau. Ja, da hat alles voll geblutet. 23.09.1997. Also hier kann man immer mal sauber machen, gell? Oh. Die Putzfrau das sauber macht, ist eine Frage, du. Ja, das würde ich auch nicht sauber machen. 6 Stunden. Und der Text lässt auf sich warten. Verdammte 6 Stunden, das ist her. Seit ich dieses Apartment nicht mehr verlassen kann. Die Tür ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Weder meine Hilfeschreie hört jemand. Wo bin ich nur? Ich kann mich nur noch an diese Gestalt erinnern. Und es klopfte an der Tür. Ich öffnete. Mein Kopf, er tut so weh. Ich hätte das Apartment verlassen sollen. Jetzt ist es zu spät. Was ist das? Eine Buchseite? Ein Brief? Mhm. Ich habe es gewusst, von Anfang an. Ich habe mir geholfen. Nun muss ich nur noch die Antwort finden. Sie ist versteckt in diesem Buch hier. Hey, ja. Du hast ein Buch gefunden. Ich habe ein Buch gefunden. Sehr schön, ein Buch. Hey, ich habe ein Buch gefunden. Ja, der Hammer. Guck mal, da liegt hier wahnsinnig was. Schon wieder so ein Zettel? Ah! Es ist vorbei. Ich will aber nicht. Zur Hölle? Was soll das? Das frage ich mich auch. Huch, der läuft so eklig langsam, ey. Das ist ekelhaft. Also, was mache ich nun mit Notenpapier und diesem seltsamen Buch? Ja, das Notenpapier ist doch auch Lösung für alles, oder? Also mal ehrlich. Ganz eindeutig. Ups! Okay, das war jetzt Glück. Egal. Was steht da? Succubus? Das Wort habe ich doch schon mal gehört. Doch, wo stand das? Ja, gute Frage. Ja, aber stimmt, da passt es. S-U-C-C-U... Nee, warte mal. Succubus, doch, passt. Passt schon. Mit viel Fantasie passt das. Mit ja, viel ja, Fantasie viel ist Fantasie. Das auch so ein Dämonendreieck-Ding da. Dreizack-Ding da, keine Ahnung. Ab zu den Büchern. Ich habe das wirklich schon mal gesehen, in so einem Dämonenbuch, Band noch oder was, aber ich weiß gerade auch nicht genau, in welchem, deswegen fangen wir bei der 1 an und gucken einfach mal. Bam, 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 Dämon, Bedeutung, bam, bam, bam. Hier steht nichts mit Succubus. Dämon, Luzifer, Licht und Ferne, Luzifer, ein Name des Teufels, Satan bedeutet, ja okay, also hier drinnen nicht. Zweiter Band. Ah! Da steht es, Succubus, ein Dämon. Ach, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Diese Bücher sind... Diese verdammten Bücher.
Der Succubus, auch Succubus von lateinisch Succumbre, gleich vor unten liegen, Plural Succubi, ist nach dem mittelalterlichen Volksglauben ein mit einem Mann buhlender weiblicher Teufel. Der Succubus ist das weibliche Gegenstück zum männlichen Inkubus. Succubus ist ein weiblicher Dämon aus der jüdischen und christlichen Mythologie. Es ernährt sich von der Lebensenergie schlafender Männer, mit denen sie sich nachts paaren. Wenn sich der Succubus mit einem Mann paart, wacht dieser während des Aktes nicht auf und kann sich höchstens in Form eines Traumes an den nächtlichen Besuch erinnern. Ist hier noch was? Ach du Scheiße. Ich meine, stell mal vor, du vögelst in der Nacht mit irgendjemandem rum. Mit einem Dämon rum und weißt davon nichts. Ja! Aber wie soll man das bitte nicht merken? Ich meine, das ist doch irgendwo auch anstrengend. Ja, wenn du halt frühst müde bist. Du kannst nicht gehen, es ist vorbei. Wer ist da? Ist bei mir schon Text, muss ja noch nicht. Achso, die Frage ist doch eher, wer bist du? Ich? Wer zur Hölle ist da? Oh ja, der erscheint hier von seinem Invisible Mode und kommt hier einfach mal so. Hallo! Du? Was bist du? Ich bin du und du bist ich. Was? Du hast das hier alles gemacht? Du bist dieser Dämon. Und nun, was willst du? Hast du es denn nicht verstanden? Was verstanden? Du bist dieser Dämon. Ich? Nein, du bist der Dämon. Was? Du sollst ich sein und ich soll du sein. Außerdem soll ich der Dämon sein? Verdammt, was soll das? Was willst du hier? Ich soll einen weiblichen Dämon in mir haben. Nein, der Dämon hat nur deine Persönlichkeiten geteilt. Der Succubus selbst ist in mir, aber du bist ein Teil von mir. Und nun, was willst du? Ich will nach Hause. Aber um diese Welt zu verlassen, brauche ich eine siebte und letzte Seele. Was haben diese Bücher für eine Bedeutung? Wer sind die Myers oder Jeremy Christoph? Und was ist das für ein Mörder? Und was hat das alles mit dir, du Dämon, zu tun? Du hast wirklich nichts verstanden. Jeremy Christoph und Karl Myers haben dich gejagt. Den Dämon. Doch sie kamen nicht damit klar und wurden suspendiert. Nun. Jeremy ist nach Schottland gegangen. Er hat den Druck nicht mehr ausgehalten. Das ist so ein scheiß Vista-Zeichen. Und hat sich eine Kugel zwischen die Augen gejagt. Die Waffe mit der letzten Kugel. Stand das denn nicht in seinem Tagebuch? Karl hatte als letztes das fünfte Opfer gesehen. Diese Hure! Du warst in einem Körper. Keine Ahnung. Dann bist du, Dämon, auf Karl übergegangen. Warum hatte er sich wohl erhängt? Er hat es nicht mehr ertragen. Somit stand das sechste Opfer auch fest. Aber ich brauche nun mal sieben. Sieben Opfer, um nach Hause zu gehen. Ja, geh doch nach Hause, alte Scheiße. Aber wieso hat sich Karl umgebracht? Wegen seiner Affäre? Er hatte niemals eine Affäre. Er war der Dämon. Und das... Was, fünfte oder sechste Opfer? Das kann ich nicht sehen. Der Dämon spaltet die Persönlichkeiten. Deshalb bist du ich und ich du. Und nun musst du meine Seele zerstören, um zurückzukehren. Mensch, dieser Körper ist ja doch nicht so blöd, wie er aussieht. Ich dachte, du bringst die... Keine Ahnung, irgendwann selber... Du bringst dich selber um. Denkst du, dass diese Kopfschmerzen... Oh Gott. Von alleine gekommen sind? Nein. Ja, der nächste erscheint. Ich will auch so einen Invisible Mode haben. Familientreffen. Verdammt, wie bist du? Du hättest dich ausschalten sollen, als du genug Zeit hattest.
Was? Wie kommt der? Wer ist das? Erkennst du ihn nicht? Die Hose, die Haare, das bist du. Du selber bist das. Aber wie kann das? Der Dämon hat dich in 3 Persönlichkeiten aufgeteilt. Persönlichkeit wird ohne H geschrieben. Seine böse Seite kennst du ja. Sie hat es geschafft, mich aus dem Apartment zu vertreiben. Dann hast du mir die ganzen Nachrichten geschrieben? Beziehungsweise ich habe sie mir geschrieben. Ich werde nun zurück in den alten Körper gehen. Das kannst du nicht machen! Stell dir doch mal vor, ich gehe heim. Vielleicht kann ich dich nicht hindern. Aber ich werde dich töten. Genau. Was? Niemand wird hier sterben. Ich werde gehen. Egal wie. Guck mal, der Kopf hängt schräg. Ah! Ich fühle mich erleuchtet. Ich bin so gereinigt. Guck mal, die Putzfrau war da. Yay. Nicht mehr so. Hey, dein Bett ist wieder heile. Ich muss mal sagen, das Rot sah auch nicht, gar nicht so schlecht aus. Das Telefon klingelt. Und erstmal die Pflanze abstrichen. Nein. Gut. Text? Huhu. Okay. Oh, ich bin jetzt zu Hause. Okay. Der Apartment. Leute, ich glaube, das war das finale Ende. Scheint mir zumindest so. Junge, war das aber ein kurzes Spiel, du. Naja, das waren, glaube ich, 13 Parts oder so. Ein Spiel von Sascha Burgdorf in Zusammenarbeit mit Dominik Preuße. Ein Geschenk an Kim Papendorf zum 18. Geburtstag. Alles Gute. Ja, auch von mir. Ja, da wird's natürlich jetzt noch gut schlafen können drüber, das sag ich dir. Ja, Silent Hill The Room Inspiration, war doch klar. So, Leute, das war der letzte Teil von The Apartment. Es tut uns leid, dass wir so stockerig gelesen haben. Der Text kam einfach viel zu lange. Langsam, also der kam einfach. Der kam viel zu lange, das geht gar nicht. Bumm, bumm, und dann war er auf einmal wieder weg. Und toll, ja, wie wirst du das so schnell lesen? War doch mit der richtigen Betonung. Auf jeden Fall, das war ab The Apartment. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde sagen, wie kann man bei dem Spiel Spaß haben? Spaß dran, mich leiden zu sehen. Oh, da habe ich auch Spaß dran. Danke. Ich würde sagen, der Horror ist vorbei. Ein weiteres abgeschlossenes Projekt. Und wir sehen uns. Du musst jetzt Tschüss sagen. Ach so, ja, ja, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Schlaf gut.